Und also ich würde das jederzeit wieder machen. Und es ist einfach so, dass wir wissen natürlich selber, dass im Internet sehr viele Coaches sind. Hallo ihr Lieben, ich hoffe man kann uns gut verstehen. Wir sind hier auf dem Geburtstag von Giulio Horlacher auf einem, ja, oder in einem Dschungelspielplatz. Also hier sind relativ viele Kindergeräusche im Hintergrund. Ich hoffe man kann es trotzdem gut verstehen. Klar, ich bin auch gerade aus dem Pool gekommen. Wir sind auf Koh Phangan. Es ist wie nach Hause kommt für uns. Es ist wirklich richtig schön. Viele deutsche Familien hier, unsere Kinder haben sich hier schon connected mit neuen Familien. Wir haben viele tolle neue Leute kennengelernt. Wir fühlen uns echt wohl auf der Insel und genau, deswegen haben wir uns mit den Hollas gedacht, weil hier so viele einfach deutsche Familien sind, dass wir dieses Jahr auf Koh Phangan ein Seminar machen wollen, und zwar zum Thema Online-Arbeiten. Wir haben das ganze Wochenende eine wirklich fantastische Location gemietet gehabt und konnten dort mit unseren Seminarteilnehmern arbeiten an ihren Visionen, an ihren Businessplänen, an ihren Positionierungen. Es war wirklich ein ganz starkes Interagieren mit ihnen. Es war ein wertvoller Austausch, sowohl für uns als auch für die Seminarteilnehmer. Wir haben ein fantastisches Feedback bekommen auf den Seminar-Feedbackbögen, die wir ausgegeben haben. Wir haben zwischenzeitlich die Zeit im Pool genossen. Die Kinder haben sich, muss man sagen, benommen. Also wir haben eine ganz tolle Zeit gehabt, das ganze Wochenende. Wir haben ja extra gesagt, das ist ein Seminar für Leute, die quasi den Switch aus der Offline in die Online-Welt machen wollen. Und es sind einfach viele Familien, die uns schon ziemlich lange folgen. Und deswegen haben wir auch gesagt, auf dem Seminar sind alle Kinder herzlich willkommen. Es war natürlich dementsprechend auch ein bisschen lauter, aber es war wirklich richtig, richtig gut. Und also ich würde das jederzeit wieder machen. Und es ist einfach so, dass wir wissen natürlich selber, dass im Internet sehr viele Coaches sind und das anbieten, Leuten unterstützend zu helfen, ihr Online-Business aufzubauen. Und Larissa und ich, wir haben ja nun selber Online-Kurse auf die Beine gestellt und wir haben von unseren Höhen und Tiefen gesprochen, von unseren Fehlern, die wir gemacht haben. Und das war, glaube ich, auch echt gut, also dass wir einfach aus der Praxis, aus dem Leben einfach erzählt haben. Und es wird ja immer viel versprochen da draußen, was dann auch so innerhalb von 6 Wochen sechsstelliger Umsatz oder sowas. Wir sehen diese Werbung ja auch und es ist einfach echt unglaubwürdig. Und unser Ansatz ist ein ganz anderer, dass wir eben sagen, wir können jemandem helfen, grundsätzlich das Online-Business in schon sehr kurzer Zeit aufzubauen. Und dass man eben die Fehler, von denen Katrin gerade berichtet hat, dass man die nicht nochmal machen muss, sondern dass man von unserer Erfahrung profitiert. Dass während so eines Aufbau eines Online-Business, genauso wie übrigens auch offline, sich auch im Kopf eine ganze Menge verändert und man sich in der Persönlichkeit verändert, dass man ganz anders an Herausforderungen rangeht und auch gestärkt daraus hervorgehen kann. Und diese ganzen Schritte, da helfen wir, da sind wir unterstützend zur Seite und das Seminar ist einfach ein hervorragender Einstieg. Und wir haben jetzt sogar uns jetzt hier entschlossen auf Koh Phangan, weil es einen großen Anklang gefunden hat. Wir waren also auch ausverkauft, wir hätten gar nicht mehr Seminarteilnehmer aufnehmen können, dass wir gesagt haben, wir machen das jetzt auch in Deutschland. Also ich möchte nicht nur dazu was sagen, dass es auch ein Seminar in Deutschland geben wird, bevor wir ins nächste Land weiterreisen, sondern ich möchte auch noch mal ganz kurz ergänzen. Also ihr kennt es ja mittlerweile aus den YouTube-Videos, einige auch von Instagram, einige von Facebook und so weiter. Ich bin ja immer so, ich rede sehr gerne und sehr viel und ich bin immer sehr emotional und so weiter. Also ich bin immer sehr, ich unterhalte die Leute immer so. Sehr, würde ich schon sagen. Und Stefan und Olli sind halt so, die nach außen mit sehr... Mit André auch. Ne? Mit André, genau. Aber die übermitteln ganz viele Fakten, die geben ganz viel Content, ganz viele Tipps und auch, die erzählen auch ganz viel, was im Hintergrund eines Online-Business passiert. Das ist ja so, dass wir dadurch, dass wir zu 5, mit Bastian sogar schon zu 6, müsst ihr mal gucken, auf der Webseite können wir gerne hier mit verlinken, einfach ein Team von Coaches zusammen haben, wo jeder seine Expertise mit reinbringt. Und wenn du sagst, wir sind zwar the brains oder so, natürlich haben wir viel hinter den... Stimmt, das habe ich gesagt. Aber wir haben viel hinter den Kulissen. Aber was nach draußen passiert, ist ja auch nicht so ganz unwichtig. Und da seid ihr einfach unschlagbar. Und was ihr dort mitgeben könnt, macht dieses Gesamtpackage einfach so. Ja, wir können jetzt nicht das, was wir Coaching-inhaltmäßig unseren Klienten innerhalb der Betreuungszeit mitgeben, in ein YouTube-Video verpacken und auch nicht das, was wir an 2 Tagen in einem Seminar gemacht haben, hier in ein YouTube-Video verpacken. Deshalb würde ich vorschlagen, jeder, der sich da vielleicht für interessiert oder gesagt hat, das klingt entspannt, einfach mal einladen, auf die Seite focusonfamily.info zu gehen und da gibt es oben diesen Seminarreiter und dann könnt ihr euch mal anschauen, die Eindrücke vom letzten Seminar und eben auch die Einladung zu unserem Seminar in Deutschland dann zu kommen im Mai. Und wenn es passt, würden wir euch natürlich freuen, dort persönlich begrüßen zu dürfen und auch in den Austausch zu kommen, genauso wie wir es jetzt auch auf Koh Phangan die Chance hatten.
Also wenn da draußen Physiotherapeuten sind oder Personal Trainer oder irgendjemand aus der Fitnessbranche, der auch aus der Offline-Welt in die Online-Welt switchen will, der ist herzlich eingeladen zum Seminar zu kommen, dann können wir uns auch gerne austauschen und ich würde mich auf jeden Fall riesig darüber freuen. Und es sind aber nicht nur Personal Trainer oder Fitnessleute, die auch online arbeiten wollen, sondern natürlich auch aus jeder anderen Branche genauso. Also Larissa ist jetzt Hebamme, aber es geht, man kann wirklich aus jeder Branche kommen und sich inspirieren lassen und in den Austausch einfach mit uns gehen, um einfach zu sehen, ob das, ja, ob das machbar ist. Und wir visionieren auch gerne mit unseren Klienten. Also wenn die wirklich klein denken, dann machen wir aus deren kleinen Idee eine riesengroße. Und das bringt auch echt richtig Spaß. Und wenn die dann in die Umsetzung kommen, dann ist es natürlich extrem cool für uns. Also im Prinzip ist jede Form von Expertenwissen, die man irgendwo hat, also als Berater, alles, was sich in Form einer Dienstleistung anbieten lässt, wo man Wissenstransfer oder ein Problem lösen kann, schon ausreichend, um loszulegen. Und vielleicht schlummert ja in dir etwas oder eine Leidenschaft. Wir freuen uns da auf jeden Fall, das auf dem Seminar oder auch über Focus on Family einfach in Austausch zu kommen und mal gucken, wohin die Reise auch für dich noch gehen kann. Genau.